Herzlich willkommen in unserem ersten Lab in der Gedok-Galerie Berlin. Und zwar zum Thema Körperwahrnehmung. Es sind 11 Künstlerinnen in der Gedok Berlin und wir beschäftigen uns mittels unterschiedlichster Herangehensweisen mit der Körperwahrnehmung in Malerei, Plastik, Installation, Collage, Bildinszenierung, Fotografie, Performance und Tanz und machen die Körpersprache und die Körperfreiheit als einen wesentlichen Teil der Kommunikation und der Identität zum Thema. Die Ausstellung kreist um die Frage: Soma, wer bist du? Durch alle Sinne riechen, sehen, schmecken, fühlen, erspüren wir Eindrücke, die letztlich in elektrische Impulse übersetzt unser Gehirn fluten. Nur ein Bruchteil dessen tritt in unser Bewusstsein. Der Körper mit seinen Knochen, Muskeln, Gefäßen, Organen, Faszien ist ein System, das eigenständig, erlebbar, ungetrübt ehrlich, aktiv, reaktiv und doch manipulierbar durch die Kraft unseres Geistes ist. Ja, wir haben eine sehr vielseitige Präsentation hier und ich werde nun einzeln die Künstlerin vorstellen. Nun möchte ich Suela Aski vorstellen, eine bildende Künstlerin, und zwar mit einem großen Gemälde 1,80 x 1,80 in Acryl auf Leinwand. Ein starkes Bild, welches eine Verästelung im türkisen Farbraum sichtbar macht. Man kann Gefäße oder auch Äste in der Natur assoziieren. Es sind Anhänge, Anklänge eigentlich an eine Landschaft, an etwas Organisches. Sie hat noch eine weitere kleinere Arbeit, und zwar im hinteren Raum, die stelle ich Ihnen auch gleich vor. Und zwar ist das eher eine abstrakte, farbflächenartige Arbeit, die sehr räumlich daherkommt und recht impulsiv und frei, ohne diese Strukturen wie in der ersten großen Arbeit. Auch sehr schön farbig und ja, inspirierend. Nun eine Arbeit, eine dreigliedrige Arbeit von Heike Mahnleitner, die ist auch bildende Künstlerin und das sind Holzschnitte, Drucke auf Papier und ein Druckstock in der Mitte von 2006. Nude in Urban Jungle, Akt Solo und dann noch den Druckstock in der Mitte. Die Worte sprechen für sich, die Bilder teilen mehr als das mit. Für mich sind diese Bilder, ein Zitat von ihr, Bilderzeugnisse aus einer Zeit der Lebensfreude, Lust und Leidenschaft, wie auch des Schmerzes, des Verzichts, des Loslassens von allem. Es sind innere und wie äußere Bilder, die einen Teil meiner Seele öffnen, berühren und reflektieren. Der Spiegel meiner Seele zeigt sich in meinen Träumen, Geist, Körper antworten mir darauf. Hier haben wir von Heike Mahnleitner noch eine weitere Arbeit, eine Malerei in Mischtechnik, würde ich sagen, weil da auch eine Art Druck drauf ist, die auch die Sinnlichkeit, Körperlichkeit wiedergibt und eher etwas lebensfroh daherkommt. Nun haben wir hier eine sehr schöne Arbeit von Silke Konczak, auch eine bildende Künstlerin, die sehr vielseitig arbeitet. Das Leporello entstand mit einem Freund, der sich im Februar 2021 in der Parkklinik untersuchen ließ. Seine Diagnose hieß Demenz, was ihn als intellektuellen Schriftsteller besonders hart trifft. Die Zeichnungen im Leporello sind als eine Art von Artefakten zu verorten, Bruchstücke und Zeichnungen eines ausgefallenen, verschattenen Parts des Gehirns. Ja, diese Arbeit ist von 2021 und sehr zart und auch viel mit Text sehe ich gerade. Ja, ganz spannend. Schön, sehr fein. Dann haben wir noch eine weitere sehr schöne, feine Arbeit von Silke Konczak. Ein Torso, ein weiblicher Torso aus Ton, sehr sinnlich und auch porös und durch diese kleinen Schattierungen ganz, auch so fast schon wieder malerisch, ganz schön. Und wenn man rumläuft, sehr abwechslungsreich. Eine weitere bildende Künstlerin, Karin Damas, mit drei Fotografien von 2021 und ich möchte gerne ein Zitat von ihr.
äußern, und zwar unsere Körperwahrnehmung verändert sich zunehmend mit dem Einfluss durch Wissenschaften und Techniken. Meine eingereichte Fotoarbeit Reha spielt auf dieses Verhältnis spielerisch an. Die zunehmende Digitalisierung forciert und distanziert uns von uns selbst und unserer Umgebung. Daraus resultieren Verhaltensweisen, Strukturen, die unsere Körperwahrnehmung bestimmen. Karin Dammers hat noch zwei weitere Arbeiten, und zwar Pastellkreidezeichnungen von 2005 und 2008. In ihrer Erscheinung sinnlich für mich und abstrakt mit dem Titel Roter Mond und Rahmenlose Treppe. Die beiden gezeigten Pastellzeichnungen sind Zustandsaufnahmen, die meinem Körpergefühl Ausdruck verleihen. Ähnlich wie im Traum verbinden Farben und Formen Außen- und Innenwelt. Hier haben wir eine schöne Arbeit von Van Lan, und zwar heißt die Augenblick am Weg. Es ist eine Malerei mit chinesischer Wasserfarbe und Tische auf Reispapier und das wiederum aufgezogen auf eine Leinwand. Mich berührt diese feine Schichtung, die doch, obwohl es Wasserfarbe ist, auch so eine Kraft entwickelt durch diese vielen Schichten halt. Ne? Und dann auch das Thema am Fluss finde ich ganz schön. Und man weiß nicht genau, ob die Figur einen anschaut oder wegschaut oder gerade geschaut hat. Die Körpersprache ist interessant. Also sie bewegt sich von einem weg und doch guckt sie zu einem hin. Eine weitere Arbeit von Lan Wang. Und zwar auch wieder mit chinesischer Wasserfarbe und Tusche auf Reispapier, aufgezogen auf Leinwand. Auch hier empfindet man durch diese vielen Schichten, hat es so etwas Lebendiges, wie so ein großes Aquarell eigentlich. Und spannend ist an der Arbeit dann doch der real hinzugefügte Stoff von dieser Seidenjacke, die unheimlich kräftig einem entgegenkommt, plastisch. Das ist hier mehr eine Pose und die andere Arbeit war ja mehr in Bewegung. Beides ja sehr sinnliche Arbeiten. Video von mir, Heike Franziska Bartsch, und zwar unterrichte ich an mehreren Schauspielschulen. Und im Lockdown ist die Körperwahrnehmung ja sehr eingeschränkt, vor allem wenn es um Tanz geht. Und mir war es wichtig, das mal zu dokumentieren, wie die Situation der Auszubildenden in ihren Zimmern ausschaut, wenn sie versuchen, eine Choreografie mit mir einzustudieren. Und ja, ich denke, das ist einfach eine wertvolle Dokumentation für viele, die sonst nicht mehr so mit Auszubildenden zu tun haben und dann auch vielleicht so mal einen Einblick bekommen, was das bedeutet. Ja, das ist noch eine weitere Arbeit von mir, und zwar beschäftige ich mich natürlich wie viele Menschen mit dieser Zeit und auch mit den Umständen und Vorgaben, Einschränkungen. Und da bin ich auf der Seite von der EU auf eine Roadmap on Vaccination gestoßen und habe gedacht, ich möchte das verarbeiten mit Gesichtern. Und die Arbeit heißt Do I Lose My Face and Get a Number? Und die Roadmap ist praktisch der Jahresplan über 3 Jahre eigentlich von 2018 bis 2022 zum Immunitätsausweis. Und wenn man recherchiert, kann man diese Papiere auf der Seite der EU offiziell finden. Hier habe ich noch eine weitere Arbeit von mir, und zwar arbeite ich ja gern mit farbigem Schattenspiel, und das sind 3 Arbeiten aus den Jahren 2010 und 2021, beziehungsweise die mittlere Arbeit ist jetzt veröffentlicht 2021, und es ist mit derselben Darstellerin, die vor der Schwangerschaft sehr, sehr beweglich turnt mit einer anderen Darstellerin, sage ich jetzt mal. Und in der Mitte ist sie praktisch schwanger, hochschwanger mit der kleinen Tochter, die dann in der dritten Arbeit zu sehen ist. Ja, und mit ihr zusammen in Erscheinung tritt, in der Projektion. Hier haben wir eine weitere Arbeit von Frauke Beek. Genau, und zwar ist es eine Spray-Arbeit von 2014 mit dem Titel Revolte. Und ihr Statement dazu ist, Körperwahrnehmung ist auch immer Grenzerfahrung. Darum geht es in meinem Bild. Grenzen des Bildes werden gesprengt, ganz real, mit der Konsequenz, dass der vorgegebene, übliche Rahmen durchbrochen wird und verlassen wird. Das ist hier in seiner neuen Dimensionierung zu sehen. Auch im wirklichen Leben hat solch ein Durchbruch natürlich Folgen, eventuell Verletzungen, aber auch positive Aussicht auf Veränderungen. Was auch immer passiert, mein Bild soll zum Nachdenken über Grenzüberschreitungen anregen.
haben wir eine ganz feine Arbeit von Evelyn Bauer. Und zwar sind es 4 Arbeiten von 2020 und 2021, von links nach rechts mit den Titeln Landkarte, Fremder Blick, Blauer Kopf und Festplatte. Es ist eine feine Malerei, Mischtechnik auf Papier und sehr fantasievoll und räumlich angeordnet für mich. Ein Zitat möchte ich jetzt noch bringen, und zwar sagt sie: In meinen Papierarbeiten zeige ich den weiblichen Körper zwischen Zahlen in einem Gespinst, das uns durchdringt, uns transparent macht und unter Beobachtung stellt. Hier haben wir eine Arbeit von Pia Fischer, und sie ist Designerin und auch, denke ich, nicht ganz unbekannt, hat schon sehr viel Öffentlichkeit gewonnen sozusagen. Ja, und sie ist bei uns verortet in der angewandten Kunst und hat hier 2 ausgestellte Figuren oder Kleider mehr oder weniger mit dem Titel Adam und Eva. Das Entstehungsjahr ist 2010 und die Arbeit heißt 2000 gewobene Knöpfe oder der Untertitel. Und für mich sieht es so aus wie ein Spiel mit der Geschlechterzuordnung, aber das ist jetzt vielleicht auch nur meine Interpretation. Die 2. Arbeit, die haben wir hier im Schaufenster, und das ist der sogenannte Schönheitsbaukasten, genäht 2021, ein Spiel für Erwachsene mit Körperutensilien zum Anfassen. Haben wir ein weiteres Ausstellungsobjekt, und zwar von der Schriftstellerin Jenny Schon. Das ist eine Puppe, bespickt mit Briefen, Antworten auf eine Annonce der im Berliner Wochenblatt. Und zwar hatte sie die aufgegeben im Sommer 1992, und das ist sehr, sehr amüsant, mit der Frage: Wer kann mich mehr befriedigen als die moderne Kunst? Ja, und angesetzt ist eine Performance mit Lesung mit der Autorin und Künstlerin Jenny Schon zu den Antworten am Sonntag, den 11.04.2021. Also wir sind sehr gespannt. Da haben wir unsere Finissage, und in welcher Form auch immer, entweder per Zoom übertragen wir das und freuen uns halt auch, wenn Leute natürlich dann zuschalten oder überhaupt schauen, ob es stattfindet, in welcher Form. Unser Rundgang, und schön, dass Sie dabei gewesen sind, und wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn Sie zur Finissage, die am 11.04.2021 stattfinden soll, dabei sind, also wenn Sie sich da einfinden. Es kann sein, dass wir es nur online machen können, und zwar mit der Performance und Lesung der Autorin, Künstlerin Jenny Schon, und eine Performance, ein Tanz von Audrey Stanzel. Sie ist bildende und darstellende Künstlerin. Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich dazuschalten oder eben in live auftauchen können, wenn das denn möglich ist. Also bis dahin, alles Liebe.